Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Costume Quest 2. Ja, letzte Folge kam leider nichts. Ja, da war wohl ein bisschen wieder... Ja, da hat der Dietschan wohl wieder ein bisschen zurückgehangen, ne? Ja, ja. Aber zumindest haben wir jetzt den Zauberstab, ne? Du bist ein Zauberer, Aribert. Genau. Ach ja, genau. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir müssen noch weiter mal die Stadt erkunden. Wir sind ja schließlich jetzt hier einen ganz neuen Abschnitt, nachdem wir jetzt hier durch die Kassiation gehen konnten, aufgrund des Stabes, da wir ja die dunkle Passage jetzt dadurch passagieren konnten. Nee, Quatsch. Wie heißt das Wort? Durchqueren konnten, genau. Muss einfach ganz ruhig bleiben. Wenn ein Wort nicht einfällt bei so einem Let's Play, nicht in Panik geraten, einfach ganz ruhig bleiben, ein paar Sekunden nachdenken. Da werden die Leute ja nicht gleich, wie bei, was weiß ich. Das wäre ein gutes Beispiel. Wie wenn man zum Beispiel an der roten Ampel steht und man fährt nicht gleich in der ersten Sekunde los und gleich so oh, fahr los, verdammt! Und am Ende macht man dann Fehler und wirkt ab und dann na gut. Ja, versteht, was ich meine, ne? Einfach mal ein bisschen zurückbleiben, ein bisschen entspannter. Ja, ist ganz ruhig. Die Folge kann ja 15 Minuten lang sein. Also um den Dreh. Denn das ist so die Standardaufnahmezeit für Leute so auf YouTube, ne? Weil niemand möchte ja noch eine halbe Stunde bei eine Folge von irgendwas sehen, wie irgendwas labert. Und was spielt, auch wenn der Typ noch so super sympathisch wäre. Vielleicht. Oder eben was super Interessantes zu erzählen hätte. Deswegen. Ja. Apropos, Interessantes zu erzählen. Was habe ich zu erzählen? Ah ja. Hattet ihr schon mal Hattet ihr schon mal Albträume? Natürlich hattet ihr schon mal Albträume. Ich wünschte, ich hätte ein paar Süßigkeiten. Aber die sind doch verboten. Das sagt man auch nicht. Warte mal, wo war nochmal die Mute-Taste? Ah, so, das ist eigentlich jetzt viel besser. Ja, ja, sowas sollte man übrigens ja natürlich aber auch ein... Oh, warte mal, Dinge, die können wir gleich kämpfen. Und da nochmal ein Zahnroboter, sehr schön. Ja, können wir ja gleich hier die neuen Gegenangriffe einsetzen und mal schauen, wie viel Schaden wir damit machen. Ich glaube, so viel war das nicht. Oder haben wir das in der letzten Folge... Ich glaube, den hatten wir doch in der letzten Folge schon mal gehabt, oder? Naja. Jedenfalls. Ja, ich weiß. Albträume oder Träume hat ja jeder Mensch. Und manchmal, und die meisten nimmt man gar nicht wahr. Weil der Mensch muss ja immer träumen. Weil im Schlaf werden ja Eindrücke, die man am Tag aufgesammelt hat, ja verarbeitet. Die guten oder auch die schlechten. Manchmal kommt auch unbewusster, merkwürdiger Scheiß dabei heraus. Ich bin froh, dass ich durch den Regen stehen muss. Ja, ja. Das tun leider die Politessen leider auch nicht so. Ne? Kennt man ja, man denkt sich so, ach komm, ich parke jetzt hier. Was, ich brauche ein Ticket dafür? Ach, egal. Ach, es regnet in Strömen. So, richtig rum. Genau. Was soll schon passieren? Am Ende steht dann doch wieder ein Ticket dran, nachdem man, wenn man eben keins gemacht hat. Oder wenn man nur ein halbes Stunde Ticket dran gemacht hat und sich so denkt, so, 1,80 Euro, oh, verdammt. Oh. Was, eine Stunde? Was ist das, Hälfte? 3,60? Boah, nee. Oder so nach dem Motto. Und dann denkt man sich dann so, ja, okay, mach eine halbe Stunde. Das ist irgendwie so ein bisschen so der Puffer. Und wenn ich dann darüber komme, dann schaffe ich es dann vielleicht noch drüber. Genau. Warte mal, hier rüber. Genau. Ach ja, wir können den Zauber ja auch noch einsetzen. Sehr schön. Ach nein, nicht das Candy Corn. Nicht das Candy Corn. Warte mal, wo geht das nochmal? Gefährten wir. Nein, bloß nicht das Candy Corn. Nehmen wir, ja, genau. Jetzt, ja, Superheld. Genau. Weil das Candy Corn kann ja nichts. Wozu ist es überhaupt da? Ja, vielleicht ist es so wie Relaxo. Genau. Es ist irgendwie, es ist total unnötig, kann nichts, aber irgendwie gegen das Ende des Spiels war es dann plötzlich so Ultima Super Charakter, der irgendwie mit einem Schlag den Boss aus dem Bildschirm rausfetzt. Genau. Den Urboss. Oder so. Naja, vielleicht auch nicht gerade. Hey, was mit dir? Meine Schicht ist gerade vorbei. Jetzt weiß ich nicht, was ich mit mir anfangen soll. Ja, das ist sehr belastend. Genau. Mit Arbeit einen alles wegnimmt. Genau. So einen so ausnimmt, dass. Ausnimmt. Wenn die Arbeit einen so. Wer ist das Wort? Ausfüllt oder alles wegnimmt, dass man irgendwann total ausgebrannt ist und man nicht mehr weiß, was macht man jetzt außerhalb der Arbeitszeit. Ja, ja. Genau. Und jedenfalls, was ist das jetzt zu erzählen? Mongo, nicht reden mit Menschenkindern, außer Vorarbeiter Duck sagt so. Das ist fair. Genau. Was, Mongo? Das ist aber nicht politisch korrekt. Obwohl, warte mal, hier können wir auch mal klopfen. Genau, ah ja, es gibt ja noch mal Türen, wo wir rangehen können. Sehr schön. Ja.
Wie bei Mongo, bei Flash Gordon, den ich immer noch kennt. Also den mit A, nicht mit E. Obwohl, ja, den kennt man vielleicht auch, ja, ja. Die Asteroiden, genau. Mayday, Mayday! Tower, wir können nicht mehr fliegen, sie sind zu geil dafür. Genau, die Geilheitsstrahlen, ja, ja. Ein unangenehmer Film. Aber ich glaube, inzwischen kann man den auch gucken, weil es wieder unfreiwillig komisch ist. Obwohl, ist ja sehr ähnlich witzig. Ist ja eh nicht witzig gemeint. Naja, und mal zurück zur Albtraum-Thematik. Ja, und nein, falls ihr jetzt denkt, hier, oh, ich bin auch so ein Horror-Honk. Ist das ein richtiges Wort? Ich rede jetzt nicht über 0815 Freddy Krüger, weil das kennt jeder. Und mich dran, ich muss nochmal die Blu-ray nochmal gucken, die ich gekauft habe. Die Blu-ray ist übrigens gar nicht mal so schlecht von dem Freitag der 13. Filme. Weil da sind auch die Filme zum größten Teil, obwohl ich glaube, dass diese eine Splatter-Szene, diese paar Sekunden in den ersten Teil und dann nochmal die Szene, nochmal die Szene im fünften Teil. Was der fünfte? Ja, genau, fünften Teil mit den vermalt sich in Motorrad und so weiter und da, wo sie von der Decke hochgeschlitten wird und geschliffen wird und runterfällt. Und man sieht nochmal kurz eine Sekunde, glaube ich, noch sieht man dann auch eine Sekunde länger in der Unrated-Fassung oder man sieht, glaube ich, sie nochmal in ihren Beutel da. Wer bist du, Blob? Wer bist du? Blob hat mir nicht gesagt, dass jemand kämpft. Hau ab! Ach, schade. Ich dachte, das sind Süßigkeiten. Ja. Ich glaube, das sind nur ein paar Sekunden. Ich glaube, das ist nicht so weiter schlimm. Aber ich glaube, im Vergleich zu das, was man im Fernsehen gesehen hat, damals auf RTL 2, falls sich noch erinnert, ne? Damals, als sie noch so ihre Horrorgeschichten gemacht haben, Horrorfilme gebracht haben oder die ganzen Nightmare on Elm Street-Teile oder eben auch God's Army oder The Prophecy, wenn er in Englisch heißt, weil man darf ja God's Army nicht benutzen, weil da kommen dann die ganzen Bibelbelt-Hardcore-Christen an und beschweren sich, oh, das geht doch nicht! Ja, Engel, die gegen Gott sich auflehnen, das geht doch nicht! Und gegeneinander kämpfen und auf Stühlenkanten sitzen, genau. Angeführt von Christopher Walken. Er hat dann 5 Jahre lang diese Uhr in seinen Arsch. Genau. Wisst ihr noch diesen Werbeclip? Ich glaube, den verlinke ich mal in die Videobeschreibung, wenn ich den finde. Den sie damals gemacht haben für God's Army 1, als sie den gebracht haben, haben sie ja von RTL 2 einen eigenen Werbeclip daraus geschnitten und daraus dann da Rammsteins Engel da benutzt. Das war gar nicht mal so übel, ne? Gewalt zu einer gewaltigen Schlacht. Genau. Bam! Hau ab! Du bist dran! Genau. Ja. Aber ich rede was ganz anderes. Ah, Gandalf, der Graue! Mit einem spitzen Stab. Ach nee. Ah, was haben wir da? Zauberer? Oder Magier? Spion? Und noch ein Zauberer? Hä? Warte mal, wo ist der Unterschied zwischen Magier und Zauberer? Schreibt das jetzt in die Kommentare, falls ihr den Wikipedia-Artikel gelesen habt. Genau. Nein, was ich sagen will. Ich habe letztens einen ganz merkwürdigen Traum gehabt, den man, glaube ich, als Albtraum bezeichnen kann. Nämlich, ich habe geträumt, ich wäre in einer Bar gewesen, mit ganz vielen anderen Leuten. Amazing! Wow! Wow! Der trifft sogar mehrere. Zwar nicht die Welt, aber nicht übel. Genau. Was hat sie? Ah, sie hat Blitz. Sie ist stark gegen Blitz, aber schwach gegen Technik. Genau. Da müsst ihr auch nochmal viel abhauen, ja? Ich war also in so einer Bar mit so ein paar Leuten, mit mehreren Leuten, genau, die da rumsaßen und die haben auf den Fernseher geschaut. Auf so einen großen Fernseher. Das kennt man ja eventuell, ne? So Fußball oder solche Geschichten, ne? Bam! Oh yeah! Genau. Wie diese Zoom-Kiste oder nee, diese Getränkepulver, genau, Karaffe mit dem Gesicht drauf. Oh yeah! Genau. Pum, pam, pow. Das war's. Ah, der magische Muskel. Das bedeutet, dass er wieder seinen Superangriff auflädt. Der uns dann alle Schaden machen kann. Obwohl, wir sollten erst den Zauberer nehmen, oder? Nein. Er ist schwach gegen... Nehmen wir erstmal den Zauber, genau. Und die haben halt da auf so einen Fernseher geschaut. Und da lief aber nicht irgendwie Fußball oder Football oder sonst was man so da schaut. Nein! Es lief das Finale, das ja auch relativ jetzt aktuell ist, genau, es lief das Finale von Game of Thrones. Von der sechsten, nee, von der achten Staffel, genau. Die letzte Folge. Ja, aber der Unterschied war, dass in dieser Game of Thrones Folge sind alle wichtigen Charaktere gestorben. Also alle praktischen Hauptcharaktere. Bis auf... Naja, bis auf Jon Snow, aber eben alle anderen, eben Sansa, Arya, wie ist er noch, der Bluthund, also all die wichtigen Charaktere. Naja, ich denke mal Tyrion wahrscheinlich auch, also, naja, alle Leute sind da quasi gestorben und Daenerys sowieso, genau. Und alle fanden das so, ja, ganz okay, oder, ja, gar nicht mal so schlecht. Die ganzen Leute da in der, ups, verdammt, aber er ist eh tot, gut. Hat das irgendwas gebracht? Nö, hat nicht mal viel was zugebracht gegen den Zauber. Na gut. Ja. Und
alle Leute in dieser Bar fanden das gar nicht mal so, fanden das eigentlich ganz okay, also nicht so schlecht. Naja. Aber ich war der Einzige in der ganzen Leuten dort, von denen, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, sagen wir mal 50 Leute oder so, jedenfalls so viel halt in so eine Bar reinpassen. Ne? Und ich war eben der Einzige, der sagte oder fand, ich glaube sagte, weil Träume sind ja immer so ein bisschen merkwürdig von ihrer Logik oder Aufbau her, ne? Weil da ist ja so die Realität mal so ein bisschen, gesagt man so, gebeugt, nicht wahr? Wer ihr versteht. Was haben wir denn da? Zuckeronkel. Ronkel hält stark gegen, konnte ich jetzt nicht lesen. Ich hab wirklich Durst, dann essen wir doch einfach hier eine Süßigkeit. Und dann sind wir schon wieder geheilt. Sehr schön. Weil die 25 Süßigkeiten, die haben wir auch wieder drin. So, gucken wir mal nach. Ja, und ich war eben der Einzige von all diesen Leuten, der gesagt hatte, oder fand, dass das total furchtbar war. Beziehungsweise total schrecklich oder, wie sagt man, ja, eben total, total furchtbar und, furchtbar und schlecht gemacht. Und alle haben mich danach dann gesagt, was willst du hier? Und haben mich dann quasi ausgebuht. Ja, und dann bin ich dann aufgewacht. Und dann ist es, ja. Ich bin jetzt zwar nicht so der extreme Game of Thrones-Fan, falls ihr das jetzt denkt, aber ja, es ist schon irgendwie traurig, nicht wahr? Weil nach dem, was man so alles gehört hat, und ich weiß, was soll ich auf die Kritiker hören, was soll ich eine Eingebildung bilden? Ich bin ein individueller Mensch, ein eigenes Wesen, ich bilde mir meine eigene Meinung, bla bla bla. Aber nach dem, was ich so gehört habe, soll ja das Finale oder die letzten drei Folgen, genau, von, was haben wir da? Held ist stark gegen alle Feinde, alle Schergen sind schwach gegen Helden. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Zuckeronkel. Oh, der nette Onkel. Ich habe Süßigkeiten für dich. Leckereien. Betäubt alle Feinde für eine Runde. Was haben wir da? Pipsa. Verursacht. Sieht irgendwie so 50er Jahresstil aus. Held verursacht dreifache Schaden und erleidet einmal selbst Schaden. Ah, okay. Ah, das ist Ausgleich, genau. Aber leider kann man diese Spezialkarten immer nur einmal nutzen, ja. Und nachdem ich es eigentlich so gehört habe, soll wohl der DPT Dingsbums und der Weiß. Ich sehe noch mal. Die beiden Macher halt, die jetzt übernommen haben und jetzt die ganzen sagen hier, wir müssen das jetzt so schreiben, weil der Martin, wir haben ja damals so gedacht, ja, der kommt noch hinterher mit den mit den Büchern, der hat bestimmt dann schon ein Finale fertig geschrieben, er hat dann das Buch, die Bücher fertig, wenn wir die Serie durch sind, aber nee, war nicht. Und jetzt, müssen wir es selber schreiben. Und da ging es dann hier in die Richtung Plotholes und was war noch? Ach ja, und Beam me up, Johnny, genau, Johnny Snowy oder so ähnlich, ne? Im Sinne von, Charaktere sind in einer Folge am anderen Ende des Kontinents und eine Folge später oder zwei Folgen wieder sind sie plötzlich schon am ganz anderen Ende und dann so, hallo, wie geht's? Ja, ich habe, wie hast du das geschafft? Ich hab den Pony Express benutzt. Bam, hab ich dich! Ja, und das Super Pony, das mit 100 km/h durch die Welt rast und am Ende ist es dann tot. Kippt dann tot um, genau. Ah, was haben wir denn da? Zwei Krieger? Ne, Wachen, genau. Ah, wir haben so einen Schockstab. Ah, dann gehen wir lieber auf den Stärkeren. Bei der Macht von Uldun! Ich bin der Hüter der weißen Flamme! Und wie auch immer. Oh, das hat jetzt nicht so viel gebracht, aber ich will hin. Genau. Was haben wir denn hier? Ah, es bringt nicht so wirklich viel was, aber egal. Genau. Ja, nachdem ich eben so gelesen habe, soll ja das Finale von Game of Thrones ein ziemliches, ja, Desaster sein. Warum? Achtung, Spoiler. Ja, weil Daenerys Targaryen, diejenige, die in den ganzen Folgen vorher, seit Folge 2 oder 3, nee, Folge 2, 3, von Staffel 2 und 3 immer gesagt hat, ich will nicht den Thron mit allen Mitteln besteigen. Das ging falsch, aber ich will nicht mit allen Mitteln Königin sein. Ich will nicht, dass Menschen wegen mir leiden. Ich will nicht, die Königin der Asche sein. Und was noch? Ach ja, und ich will die Tyrannei beenden. Ich will das Rad zerbrechen. Und unter denen die Menschen, die normalen Menschen, zerquetscht werden, wenn einer mal oben ist. Bei diesem Game of Thrones oder beziehungsweise die ganze, wie sagt man, diese ganze Klüngelei oder Intrigen-Scheiße von wegen, ich bin jetzt hier auf den Thron, oder? Ja, ich will auf den Thron, nach dem Motto. Ja. K
Chaos ist eine Leiter. Schlitz. Verdammt. Genau. Ja. Ach ja. Und jetzt haben sie das total umgeworfen anscheinend in der letzten Folge von Game of Thrones. Weil, naja, aus irgendeinem lustigen Grund haben sie sich ja entschieden, hey, wir lassen den Drachen jetzt einfach tot, einfach abballern von den, ja genau, von ihren Schiffen da mit ihren super Armbrüsten aus. Und das fühlte sich an wie so hier, ja, Shiva aus, yes, das kennt ihr das? Shiva, den Drachen, nicht den Drachen, Quatsch, das wäre auch lustig gewesen. Oh nein, scheiße, obwohl, naja, das könnte noch was werden. Und Block. Ich dachte, wir machen einen Gegenangriff, wenn wir blocken. Na egal. So, dann hauen wir hier nochmal einen Superkampfschlag drauf. Ja, wie ist schon, Shiva, den Tiger aus Game of... Nee, ich kann vertrauen, Quatsch, aus Walking Dead, der ja einfach so gedacht so, hey, cool, animiert, cool. Aber dann irgendwie plötzlich so einfach so von irgendwelchen Zombies in so einen verseuchten Zombies in so ein Zoo einfach direkt, ich bin tot. Ich werde aufgefressen. Und tot. Da hatte man echt so das Gefühl, ja, wir haben irgendwie, ja, der wird uns irgendwie zu teuer. Lassen wir ihn einfach mal töten. So, einfach so. Geben wir ihn einfach so einen schnellen Tod. Ist ja nicht weiter tragisch. Da sparen wir dann auch die, wie heißt das? Ja, da sparen wir dann auch das Geld für die Animation und so weiter, weil so ein animierter Tiger ist ja natürlich auch teuer, nicht wahr? Genau. Genauso fühlte sich das auch an mit dem einen Drachen, der da einfach dann abgeballert wird. Genau. Und einfach seinen Pfeil da an die Brust und dann ans Herz und dann klatscht im Wasser und weg ist er. Und sie ist dann total böse und dann wird nochmal ihre, genau, wird auch nochmal ihre relativ scharfe Übersetzerin dann auch nochmal Kopf ab und dann so, du musst dich verbrennen. Genau, ihr letzte Wort und dann sagt sie da, ihr letzte Wort, genau, ihr letzte Worte dann. Und sie dann sagt dann so, ne, ich werf das alles über den Boden, über den Haufen. Ich fackel das jetzt hier, was ich schon in der Folge 1 hätte machen wollen. Oder vorgeschlagen wurde, hier jetzt die ganze Stadt und tötet 1000 unschuldige Menschen und Kinder und so weiter. Und Jon Snow ist einfach nur dumm und macht irgendwelche Entscheidungen, die anscheinend auch total dämlich sind. Ja. Traurig. Ja, ja. Die Amis haben ja leider so ein oh, ein verstecktes Kind. Ja, da kommen wir leider noch nicht dran. Genau. Die Amis haben ja leider so ein Talent, ihre Serien schlecht enden zu lassen, nicht wahr? Siehe Alf. Roseanne. Es war alles nur ein Traum. Was war noch? Was gab's denn da noch? Battlestar Galactica, wobei da kann man diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht war, von wegen, ah, alles war nur ein Kreis, wir waren gar nicht die Erde, das ist die Vergangenheit und es dreht sich alles von vorne und die Menschheit, Roboter bauen und dann wird sich das wieder irgendwann in 100.000 Jahren hängen wir wieder auf Raumschiffen herum, die durch die Welt fliegen und haben das vergessen und so weiter, wo wir herkamen und... Oder das war alles, wir sind alle von allen, wir sind Wirklichkeit von Folge 1, waren wir alle eigentlich tot. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, Lost. Ach ja, und Dexter, ich bin jetzt ein Holzfäller. Genau, ich bin jetzt ein cooler Holzfäller, ein Flanellhemd und mit Bart in Kanada, genau. Und töte nur nebenbei ab und zu ein paar Leute, genau. Mit meiner Axt, genau, ich binde sie dann auf dem Baumstamm fest, genau. Ach ja. Mit Folie umwickelt, im Wald, genau, oder so, ja. Ja, ja, traurig. Naja, eine Online-Petition wird da eh nichts drin, war ja Artikel 13. Ach ja, geht wählen, falls ihr noch nicht Zeit habt. Ist ja bis 18 Uhr noch, genau. Ja, aber nichts mit C, nichts mit S oder eben mit A. Obwohl, die Partei hat auch ein A im Titel. Obwohl, das ist eine Witzpartei, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Na gut. Aber Leute, ja, ich meine, es war jetzt Bezug auf die Partei von wegen, auf die Petition von wegen, die ganze Staffel neu drehen lassen. Aber das werden die machen, weil erstens kostet es Geld und zweitens müssen die dann eingestehen, dass die, ja, dass die Folge oder beziehungsweise die Autoren, dass das, ja, Quark war, was sie da gemacht haben. Von wegen, ah, oh, wir wollen ganz edgy sein, dachten sie sich wahrscheinlich. Von wegen, ah, das benimmt kein, das wird bestimmt niemand glauben, dass sie jetzt so drauf ist. Tja, da ist der Schuss nach hinten losgegangen. Traurig. Sehr schade. Na gut, aber das ist sehr schade. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge von Costume Quest 2. Also, bis dann. Ciao. Nee, wie geht nochmal die Melodie von Game of Thrones? Oh Gott, jetzt fällt es mir nicht ein. Ja. Bis dann.